die qualmende Fähre weiter. Sie ist inzwischen in Lysekil in Schweden festgetäut. Je mehr sie ihre Suche ausdehnen, umso mehr Tote finden sie. Jan Harsem und sein junger Sohn haben das Festland erreicht. Noch immer gibt es keine Neuigkeiten von seiner schwangeren Frau Christine. Es ist für einen Menschen schon fast nicht mehr zu verkraften. Ist sie an einer anderen Stelle rausgekommen? Ist sie von einem anderen Schiff aufgegriffen worden? Nach einer qualvollen Woche überbringt die Polizei die schreckliche Nachricht. Und dann wurden Christines Sarg und unser kleiner Sohn, sie war, wie ich schon sagte, schwanger, auf den Friedhof von Asker, unserem Wohnort, gebracht, und sie wurden dort beerdigt. Christine Harsem und Jan verlassen dieselbe Kabine zur selben Zeit, doch er lebt und sie stirbt. Sie ist eines von 158 Opfern, die in nur 45 Minuten an Bord der Scandinavian Star ihr Leben verlieren. Heute spulen wir die Ereignisse dieses verhängnisvollen Tages noch einmal zurück, sodass wir enthüllen können, was tatsächlich passiert ist. Wie brach das Feuer aus? Warum starben so viele Menschen in so einem kleinen Bereich des Schiffes? Hochentwickelte Computersimulationen werden uns an Orte bringen, an die keine Kamera gelangt, mitten ins Zentrum der Katastrophe. Ein Team skandinavischer Experten wird zusammengestellt, um das Desaster zu untersuchen. Mit ihren Daten können wir die verhängnisvolle Kette der Ereignisse zusammensetzen, um die Ursachen der Katastrophe herauszufinden. Das sind ihre Originalaufnahmen der Folgen des Unglücks. Wie brach dieses verheerende Feuer aus? Um das herauszufinden, müssen sie zunächst feststellen, wo es ausbrach. Sie müssen den Brandherd finden. Leiter der Brandermittlungen ist der Chef der norwegischen Brandschutzbehörde, Kjell Schmidt-Pedersen. Wir sollten die Brandentwicklung beschreiben. Was hat das Feuer ausgelöst? Wann brach es aus? Wo brach es aus? Es ist nicht gerade leicht, den Brandherd ausfindig zu machen. Darum muss man es rückwärts aufrollen. Das Ganze ist wie ein Puzzle. Die Ermittler rekonstruieren den Weg des Feuers anhand der Brandschäden im Inneren des zerstörten Schiffes. Es ist, als ob man das Feuer zurückspult, um so zum Brandherd zu gelangen, zum Ort der Feuerentstehung. Die Spur endet in einem Korridor auf Deck 3. Sie wissen, dass die Antwort auf die Frage, was diesen verheerenden Brand ausgelöst hat, in den Trümmern dieses Korridors liegen muss, der hier in Ihrem Originalvideo zu sehen ist. Sie glauben, an einem bestimmten Muster der Brandschäden den genauen Ort erkennen zu können, wo das Feuer ausgebrochen ist, und Sie entdecken dort Spuren von Leinentuch. Daraus schließen Sie, dass das Feuer in einem Stapel Bettwäsche ausbrach. Aber was hat das Bettzeug in Brand gesetzt? Es gab dort keine elektrischen Leitungen. Es gab keine Hitze von Rauchabzügen und es gab keine hydraulischen Anlagen in diesem Korridor. Wir fanden keine Apparaturen, durch die das Feuer normalerweise entstehen würde. Könnte es versehentlich von einem Passagier oder Besatzungsmitglied ausgelöst worden sein? Sie entdecken, dass die Passagierkabinen auf Deck 3 nicht in Gebrauch waren. Das Deck müsste leer gewesen sein. Sie stehen vor einem Rätsel. Die Wahrheit wird erst deutlich, als die Ermittler auf die Spur des Brandes kommen. 2 Uhr. Mit Hilfe forensischer Technik berechnet Schmidt-Pedersens Team, dass dies der früheste Zeitpunkt war, an dem das Feuer ausbrechen konnte. Noch 45 Minuten bis zur Katastrophe. Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auf die Ausbreitung des Feuers. Wie konnte ein Brand in einem Stapel Bettwäsche zu so einem verheerenden Feuer werden, das die gesamte Scandinavian Star erfasste? Ein verheerendes Feuer frisst sich durch die Scandinavian Star. Es bringt 158 Männer, Frauen und Kinder um und wird zu einer der schlimmsten Schiffskatastrophen der skandinavischen Geschichte. Mit hochentwickelter Computergrafik, die auf den offiziellen Berichten basiert, steigen wir in die Ermittlungen ein, um die tödliche Kette der Ereignisse aufzuklären.
Was dieses schreckliche Feuer ausgelöst hat, bleibt unklar. Immerhin stellen die Brandermittler fest, dass 2 Uhr der frühestmögliche Zeitpunkt für den Ausbruch des Brandes ist, als sich ein Stapel Bettwäsche auf Deck 3 entzündete. Aber die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Wie konnte aus einem so kleinen Feuer ein gewaltiger Brand werden? Um das Feuer auf der Scandinavian Star vollständig aufklären und alle Rätsel lösen zu können, müssen sie den fatalen Brand nachbilden, und zwar diesmal im Labor. Wir mussten ein großes Experiment machen, mit demselben Aufbau des Korridors wie auf dem Schiff, weil das wichtig war für die Entwicklung des Brandes. Auch mit demselben Material wie dort. Alles musste genau identisch sein. Das Feuer in der Bettwäsche wäre von allein erloschen. Aufgrund der Stahlwände des Schiffes und ihrer feuerfesten Asbestverkleidung hätte es sich nicht ausbreiten können. Als sie die ausgebrannten Innenräume untersuchen, stellen sie fest, dass sich die Asbestpaneele zwar verzogen haben, jedoch nicht in Brand geraten sind. Aber wenn es nicht die Wandpaneele selbst sind, was ist dann die Quelle für den fatalen Brand? Irgendetwas muss das Feuer anfachen, damit es durch das Schiff rasen kann. Die Ermittler sind ratlos. Sie schürfen noch tiefer. Dabei entdecken sie, dass die weiße Dekorfarbe, die auf den Asbestpaneelen aufgetragen ist, vollständig verschwunden ist. Aber es handelt sich nur um eine 1,6 mm dünne Schicht, kaum mehr als die Breite einer CD. Ein 1,6 mm dickes Material ist nicht sehr stark. Darum untersuchten wir zuerst, wie sich das entzünden kann, was dazu notwendig ist und wie viel Hitze das entfachen würde. Schmidt-Pettersens Experimente zeigen, dass die Wandverkleidung sehr wohl hochentzündlich ist. Die Berechnungen erweisen, dass das Verbrennen eines 1 Quadratmeter großen Stückes dieser Verkleidung ungefähr dem Hineinschütten von 1,5 Litern Benzin ins Feuer entspricht. Diese dünne Verkleidung ist die Hauptquelle, die das fatale Feuer schürt. Ihre einzige Funktion besteht darin, das Schiffsinnere zu verschönern. Aber die Verkleidung ist so entzündlich, dass der Feuerschutz des Asbestes nutzlos ist. Noch 36 Minuten. Ausgehend von ihren Experimenten ermittelt Schmidt-Pettersens Gruppe, dass diese Flurverkleidung nun völlig unkontrolliert in Flammen steht. Sie wissen jetzt, dass sie das Feuer entfachte. Aber wie gelangte es aus dem Korridor hinaus auf Deck 3? Warum konnten die feuerfesten Schotte und Brandschutztüren den Brand nicht im Korridor einschließen? Wir haben 2 Schots an Bord. Eins hier und eins dort. Sie sollen das Schiff in 3 verschiedene Abschnitte teilen, sodass das Feuer aus dem einen Teil nicht auf andere Teile übergreifen dürfte. Brandschutztüren ermöglichen den Passagieren, durch die Schotte zu gelangen. Sie teilen jeden Abschnitt noch einmal ab, um Brände einzudämmen. Aber all das ist nutzlos, wenn die Brandschutztüren nicht geschlossen sind. Auf der Brücke schließt Kapitän Larsen die Brandschutztüren mit einer Fernsteuerung dort, wo Feuermelder aktiviert wurden. Aber auf der Scandinavian Star funktionieren diese im Passagierbereich nicht automatisch. Sie können nur manuell aktiviert werden. Das heißt, die Türen werden nur in den Bereichen geschlossen, wo Menschen Flammen sehen und auf den Alarmknopf drücken. Natürlich drückte niemand in dem Bereich, wo das Feuer ausbrach, auf den Knopf. So blieben die Türen offen. Noch 36 Minuten. Das Feuer dringt durch die offene Brandschutztür ins restliche Schiff ein. Aber was die Ermittler verwirrt, ist, dass das Feuer Deck 5 viel schneller erreicht als erwartet. Und als es dort ankommt, fegt es als Feuerkugel durch das Schiff. Wieso breitet es sich so rasant durch den Innenraum aus? Augenzeugenberichte sind ein Schlüsselelement, um die Kette der Ereignisse zu enträtseln. Noch 25 Minuten. Christen Blindheim stolpert aus seiner Kabine auf Deck 4, dem nächsten Treppenhaus, zu. Wir waren nur wenige Meter vor dem Treppenhaus und schwarzer Rauch wälzte sich die Treppe herunter. Doch heißer Rauch müsste aufsteigen.